Hi Leute, Proteus hier. Ich werde gleich was dazu sagen zu der ganzen Sache hier. Das Intro geht nämlich direkt los. Zieht euch das erstmal rein. Sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Hierher. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Irons, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Ja, willkommen zu meiner Let's Play-Reihe. Diesmal im Bereich Call of Duty. Der neue Teil ist ja jetzt erschienen und den wollte ich jetzt mal ein bisschen mit euch zocken. Ich bitte, ja, der schlechten Grafik wegen ein bisschen zu verzeihen, also meine Grafikkarte in Verbindung mit dem Videobearbeitungsprogramm und dem Spiel, also die Anforderungen sind da sehr hoch und deswegen kommt es gelegentlich zu Rucklern. Trotz alledem hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß beim Zuschauen habt und ja, geht dann jetzt auch direkt los. Pager 01 in Bereitschaft. Ich spiele das Ganze mit Pad, also nicht wundern, wenn da andere Einblendungen im Bild erscheinen, als ihr gewohnt seid. Alle Mann festhalten! Es geht los! Ganz wie im Training, Mitchell. Sekunden zum Einstiegspunkt. Versucht mal, da geht ja direkt die Post ab. Hey, seh dich auf der anderen Seite. Ganz bestimmt. Wenn wir da einschlagen, kommen wir. Ja, da gehen wir Spaceman, genau durch. Schwerer Feindbeschuss in unserem Landevektor. Verstanden, Badger 01. Eieiei. Festhalten! Mitchell, das Schott schließen! Komm schon, ja. Mitchell! Jetzt! Ja, Mitchell drückt. Mitchell, jetzt! Ja, ich bin dabei. Ja. Landepunkt zurückgesetzt. Scheiße! Achtung! Oh, oh. Ja. Aufschlagspunkt zurückgesetzt, ja. Jetzt Game Over. Alle tot, nur Mitchell. Bist du noch am Leben? Mitchell! Die Tür! Also ich bin der Einzige, der sich abschnallen kann. Ja, Wetter ist nicht so schön hier, aber ansonsten recht viel los. Verstanden. Haltet die Augen offen, Leute. Vorsicht! Ja, Vorsicht, mein zweiter Vorname.
Mist. Okay, wir müssen zum Boden runter und zu Sprengteam 1 stoßen. Ja, Sir. Guter Plan. Oh. Kontakt, Kontakt. Sicher. Auf dieser Seite geht steil runter. Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Macht eure Booster bereit. Ach. Denkt dran. Kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. Ich hatte auch ganz vergessen. Macht eure Booster bereit. Denkt dran. Booster zu aktivieren. Okay. Ja, so das Deck viel besser. Hey. Alles klar? Jo. Der Kommandoposten ja. Sollte da vorne sein. Gerade hatte ich mir ein bisschen die Beine gebrochen, aber ansonsten. So, ihr seht, also von der Grafikeinstellung klingt auf so ein Hochleistungsrechner. Das sieht ganz schon ganz anders aus. Die Panzer werden von mehreren hundert Fußsoldaten unterstützt. Koordinaten vor. Wer zum Teufel seid ihr? Badger Group 227 geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr wärt tot. Wie ist deren Position? 2 Kilometer nordwestlich. Plan Quadrat 775. Okay, wir rücken ab. Badger 01, Achtung. Wir orten einen Drohnenschwarm auf dem Weg dorthin. Verstanden. Haltet die Augen offen. Drohnen? Was kommt denn da? Kopf einziehen! Okay. Kontakt! Nein! Verstanden! Haltet die Augen offen! Komm, lass mich vorbei. Dia-Vorstellung. Jemand an das Geschütz! Ja, bin schon auf dem Weg. Haltet die Drohnen von uns fern! Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist! Guter Plan. Auf die Drohnen! EMP bei 50%! Was schieße ich denn hier, Junge? So, danke für die Hilfe, Badger Team. So. Ach ja, ich bin Menschen, ja jetzt hier 6 Millionen Dollar, Mann. Los, los! Natürlich. Wo auch ganz bestimmt nicht der Feind auf uns wartet. Da seilen sich welche ab! Einsam sein! Wir wollen die erste Granate! In der Nähe der Skulptur! Kontakt! Mit zur Skulptur! Wir wollen die Skulptur!
Na ja, gut ist ja, dass die auch ein bisschen was macht. Deswegen nennt sich das ja auch Team. Ja, da geht's rüber auf die andere Seite. Booster bereit machen. Man lebt nur einmal. Oh, Junge. Jetzt du, Mitchell. Oh, wieder locker mit dem Finger auf den Knöpfe rumgedrückt. Die Scheiße da sicher. Weitergehen. Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Ja, mal locker reinspringen. Wir sind ja jetzt... Sprengteam 1, hier Badger 01. Seid ihr da? Over. Okay. Verstanden, wir empfangen. Rücken zu Fuß. Dem müssen wir jetzt. Ankunft in 15 Minuten. Verstanden, wir befestigen unsere Position. Over. Okay, beeilen wir uns, Badger-Team. Drohnen! 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 Das gibt's doch nicht. Durch den U-Bahn-Wagen. Sie setzen Rauch ein. Warngranate werfen. Ach, da war das Ding, was mir gerade rausgerutscht ist. Was dann? Übel. Aber jetzt ist es ja wieder genau im Weg. Sicher! Ja. Dass die einem auch immer vor der Birne rumrennen müssen. Scheiße. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Mitchell, mach das Tor auf! Ah, öffnen.
identifizieren. Atlas PMC, ja, Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los, mir nach. Atlas, Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land dienen, nicht meinem alten. Schluss jetzt. Da vorne bewegt sich was. Patrouille, ausschalten. Wo ist jetzt da? Da. Da kommen noch mehr! Da war jetzt alles? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Mitchell, ich geb dir Deckung. Mumang. Was? Da ist jetzt so genau was. Ah. Noch nicht ganz. Ja, ihm reißen sie den Arsch auf und ich bin hier auf dem Kindergeburtstag. Günstig. Ja. Wir müssen das Sprengteam finden. Mitchell, hier rüber. Hier ist der Havoc-Werfer. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein.
Hier drüben! Scheiße. Sie sind tot. Sir, wir sind kein Sprengteam. Ich hol die Ladungen. Gebt mir Deckung. Ja, ich schaff das. Wir decken dich. Legen wir los. Feinde auf dem Balkon! Attack! 2 Uhr. Warte mal, wo? Da. Zuerst B. Dann B. So. Da meine Granate. Oh. Der schießt. Ach gut. So, auch erledigt. Kontakt, 9 Uhr. Ja, wir wissen du. Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Hier nach. Kommt schon runter. Gut. Wir will ja jetzt wohl nicht. Okay. Sagen wir dafür, dass diese Männer nicht am Start. Getroffen. Wie ist der Status? Das Sprengteam ist tot. Wir versuchen die Mission selbst abzuschließen. Bevor ich da wieder auf den anderen schieße. Sag mal. Das hört sich gut an. Das sind was für Viecher? Boah, wie blind muss man sein. Weiter, Feuer, Mitchell! Wir haben es fast geschafft! Wir schaffen das! Ja. Ganz so aus. Kontakt 11 Uhr. Weiter zum Werfer. Ja, wollte mal guten Tag sagen, ne? Alles gut?
Mitchell, hier rüber! Jo. Komm schon, Mitchell! Die Ladung. Timer läuft jetzt. Ach, Jemini. Arm abschneiden, direkt Messer. Mein Arm ist gebrochen. Ach, Bruder, da brauchst du den eh nicht mehr. Los, zieh! Zieh dein Messer. Scheiße. Schäle dich nicht um den Timer. Noch einmal. Zieh dein Messer. Wir heben ab. Du musst weg. Los. Mitchell. Wir haben keine Zeit. Du musst sprengen. Jetzt. Ja, komm. Ist okay. Seh dich auf deiner Seite. Tja. Also das Gute ist, er hat seine beiden Arme behalten. Das Schlechte ist, der ist halt jetzt nicht mehr dabei. Okay. Dafür ist mein Arm jetzt ab, oder was? Mitchell! Mitchell! Spaceman! Badger 2 hat's erwischt, ich brauche einen Rettungstransport! Einen Moment. Glaube ich ja jetzt. Ja. Schön durchhalten. Alles wird gut. Der Mitchell mit dem Arm. Ja. Wir bringen dich heim. Mein Arm bleibt da liegen. Okay. Tja. Was soll ich sagen? Also mein erster Eindruck, gut, das mit der Grafik, das wertet die ganze Sache doch schon ein wenig ab, aber ansonsten geht's da richtig gut zur Sache, meiner Meinung nach. Das macht auch Bock zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet trotz der kleinen Grafikpatzer auch ein wenig Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt sauber, haltet euch senkrecht. Euer Protoss. Ciao.